Willkommen zurück auf Bühne 2. Letzter Vortrag vor der großen Pause. Von einer Mobilitäts-App, von der wir gerade gehört haben, zur nächsten. Sören Reinicke wird seine App vorstellen, die in Hamburg den ÖPNV und das Fahrrad miteinander verbindet. Viel Spaß. Hallo liebe Foschtis 22 Teilnehmer. Danke, dass ihr mir 20 Minuten eurer wertvollen Zeit schenkt und euch anhören wollt, wie wir die nicht ohne mein Rad-App Hamburg entwickelt haben. Ich bin Sören Reinicke von der Tuffi Association und in diesen 20 Minuten werde ich euch nicht nur die App zeigen, sondern auch den Weg dorthin, also vom Anfang bis zum Jetzt. Was zukünftig sein soll, bis also in Planung ist. Aber erstmal kurz zu mir. Ich bin in der Trophy Association für das Community Supervising zuständig, das heißt, Communities kommen ans RAN und ich helfe denen dann im Betrieb, die App zum Laufen zu bekommen. Daneben mache ich noch die ganzen IT-Geschichten. Beruflich unterwegs bin ich bei Dataport, studiere derzeit Dual Wirtschaftsinformatik. Und Tuffi selber, wer uns nicht kennt, wir sind ein gemeinnütziges Start-up für den informellen öffentlichen Verkehr. Seit April 2019 sind wir offiziell ein Verein, registriert in Hamburg, aber sind schon seit 2018 aktiv. Unsere Mission ist, deswegen die ganzen Apps durch Digitalisierung den öffentlichen Verkehr weltweit verbessern. Denn es soll Menschen in Entwicklungsländern genauso möglich sein, ÖPNV zu nutzen, wie wir es gewohnt sind. Das ist unsere Mission. Und wir wachsen ständig und haben auch immer neue Ideen. Und die App, die ich heute vorstellen werde, die ist eine davon. Ja, unsere neue Herausforderung ist damit gewesen, zusammen mit unserem Kunden HVV, für den wir die App entwickelt haben, wie bekommen wir Radfahrern, Fahrer und ÖPNV unter einem Dach? Da hat sich dann herauskristallisiert, wir brauchen eine App, die dem Nutzer eine Route vorschlägt, die beide Modi miteinander sinnvoll kombiniert und weil wir in Hamburg sind und es ist Hamburg Sperrzeiten für Fahrradmitnahme in den Bahnen gibt, dass die App außerdem berücksichtigt, dass Fahrräder nur außerhalb der Sperrzeiten, also nicht innerhalb der Sperrzeiten, in die Bahn mitgenommen werden dürfen. Aber wir waren nicht so ganz unerfahren damit. Wir hatten schon eine App, die auf dem ITS-Hacker von Sieger 2020 war. Und danach haben wir uns mit dem Kunden HVV dran gesetzt, die App weiterzuentwickeln für Hamburg. Und auch schon damals war die App optimiert für die Nutzung des Fahrrads. Wir haben auch eine extra Backend-Instanz vom Open-Trip-Planner genutzt, die entsprechend auf Fahrrad optimiert ist. Ja, das heißt für uns also frisch ans Werk. Wie immer haben wir mit GitHub und Slack gearbeitet. GitHub haben wir unseren alten Code genommen, entsprechend in ein neues Repo gepackt, fleißig Issues erstellt. Wir nutzen übrigens GitHub Projects. Das ist ein Feature fürs Projektmanagement. Das heißt, man kann Projekte in GitHub mit Issues verbinden und dann so ein eigenes Kanban-Board aufbauen. Ja, und Slack, wie bekannt, wir haben für jedes Projekt einen eigenen Channel hier zu sehen. Auf der rechten Seite. In diesem Sprech besprechen wir uns dann, tauschen uns aus, Screenshots bei Problemen, bei Fragen, etc. Ja, wir haben nicht nur über Slack kommuniziert, sondern auch über Videocalls. Mit einigen üblichen Verdächtigen, aber auch einigen neuen Gesichtern, zum Beispiel Sandra Wengel arbeitet manchmal für uns als Designerin. Die ist nicht in dem Projekt dabei, aber hin und wieder, wenn es um App-Design geht, ist sie zur Stelle und hilft uns, wo sie kann.
Als PO, als Product Owner, darauf bin ich auch sehr stolz, konnten wir Johannes Rosberg gewinnen. Er ist in Hamburg so ein bekanntes Gesicht, was Radfahren angeht, habe ich mir sagen lassen. Ich bin selber kein Hamburger, ich weiß das deswegen nicht. Und er hat mit zusammen mit der Projektmanagerin, die auch schon aus unserem Projekt Nordschott bekannt ist, Sarah Siadi, zusammen mit ihr HVV, mit dem HVV gesprochen und entsprechend zusammen mit der Designerin auch am Ende das Design abgestimmt. Ja, die üblichen Verdächtigen, ich bin übrigens hier nicht drauf, sind dann wie immer Ted Johnson, verantwortlich für das Marketing, Samo Rijoša und Gustavo Dito für die Entwicklung. Und Luz Schocki als Testerin. Wima vertreten Bolivien, Ecuador, Madagaskar und Deutschland. Also ein multinationales Team. Englisch war Voraussetzung. Ja, unser Kunde hatte einen speziellen Wunsch. Normalerweise ist es ja so, in einer Stadt wie Hamburg gibt es ja Busse und Bahnen. Hamburg hat noch spezielle wegen Wasser, dass sie auch Fähren haben. Nun ist es so, unser Kunde wollte nur Bahn und Fähren im GTS-Feed drin haben. Das hat mit den Sperrzeiten zu tun. Die sind bei den Bussen nicht ganz so einfach. Und um da Komplexität und potenzielle Fehlerquellen zu vermeiden, haben sie sich dazu entschieden, dass wir nur Bahn und Fähre reinnehmen. Dafür war dann ich verantwortlich. Ich stand dann vor der Situation. Ich habe noch nie bisher GDFS-Daten bearbeitet, sondern nur benutzt, das entsprechend so zu modifizieren, dass es möglich ist. Dazu habe ich erstmal alle Routen herausgesucht. Das sind die sogenannten USAR-Linien in Hamburg und natürlich die Fernlinien, wo ich mir dann die Daten gegeben habe, weil ich die Fern so gar nicht auf dem Schirm hatte. Dann das Ermitteln der Abhängigkeiten im GTFS und danach das Schreiben von Skripten. Ich habe das Video teilweise von Hand gemacht. Erstmal hier die USA-Linien. Bedauerlicherweise war im GTFS-Feed, den wir aus dem Transparenzportal Hamburg gezogen haben, nicht die Farben der Routen drin. Die musste ich etwas aufwendig mir holen, die Farbcodes und da eintragen. Und dann sehen, wie es in der App aussieht. Denn die App nutzt genau diese Farbcodes, um die entsprechenden Linien farblich hervorzuheben. Am Ende kommt halt dabei raus, alle Buslinien sind entfernt und nur die Linien für Bahnen sind hier drin. Ja, danach habe ich mich an den IDs lang gehangelt, um die Abhängigkeiten zu anderen GDFS-Dateien, TXT-Dateien herauszufinden. Ich kann auch schon mal sagen, Stoptimes, Transfers.txt, Routes.txt natürlich, wie ich schon erwähnte, waren dabei. Die Stops.txt, also die Stops, die nicht mehr verbunden sind mit irgendwelchen Routen oder Transfers, die hätte ich rausnehmen können. Das habe ich hier aber an der Stelle nicht getan, weil ich ein bisschen unter Zeitdruck stand und mich überhaupt gefreut habe, dass das so funktioniert, wie ich mir das überlegt habe. Denn wenn man was zuerst macht, dann ist man erstmal froh, wenn es funktioniert. Und dann im zweiten Schritt kann man überlegen, ist das jetzt so wichtig, dass die auch aus dem Graphen weg sind. Ich habe mich das erstmal dagegen entschieden. Es gibt so viel anderes zu tun. Das Entfernen der überschüssigen Bus-Stops wäre natürlich ein cooles Feature zur Sauberkeit. Ja, und dann am Ende das Schreiben von Skripten. Ich habe nicht alles manuell gemacht, ich habe nur mir natürlich die Daten manuell eingesehen und mal auch mal herumgespielt, was passiert, wenn man das und das rauslöscht. Ich habe es simuliert, also nicht jedes Mal OTP angeschmissen, sondern mir dann logisch überlegt, wie das dann funktionieren soll. Ich habe die Skripte hier in Python geschrieben. Ja, jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, warum hast du das jetzt nicht einfach mit Datenbank und Triggern gelöst? Ja, ich habe es tatsächlich überlegt. Allerdings ist die Zeit, sich ein schönes Datenbankschema zu überlegen, wobei ja, man kann es einfach kopieren. Und dann kannst du nicht so einfach mit Fortune Keys und Primary Keys arbeiten, weil für mein
für das Verhalten, was ich brauchte. Im Prinzip war mein Use Case, du löscht alles raus aus der Routes.txt und dann werden auch alle automatisch alle anderen Abhängigkeiten dazu entfernt. Das geht mit Fortune Keys nicht so einfach. Und vorne den Programme wollte ich nicht nutzen, weil das sich schlecht automatisieren lässt. Jetzt ist es tatsächlich semi-automatisiert. Das heißt, ich muss es anstoßen, aber es läuft dann durch. Genau. Etwas zweites Neues ist der Kartenhintergrund. Den haben wir verändert. Beziehungsweise wir nutzen jetzt eine eigene Infrastruktur. Dank OpenMapTiles ist das auch möglich. Einigen von euch ist ja das Projekt MBTile, beziehungsweise das dahinterliegende Format bekannt. Genau, das haben wir verwendet. Ich war auch sehr froh, dass es da so viele Ressourcen gibt, weil ich habe mich da mal das angelesen und ich finde das eigentlich das Konzept richtig geil. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen das mal für die Trophy-Association ausprobieren. Wir haben die nämlich schon genutzt, diese MB-Tiles, nur noch nicht so richtig. Wir haben sie auch am Anfang noch gekauft, aber jetzt wollen wir auch, um dynamischer zu sein, was Updates angeht, denn wir kaufen sie nur einmal und dann updaten wir sie nicht, etwas flexibler zu sein. Und da kommt TileServer.gl und zum Servieren dieser MB-Tiles und dem dazugehörigen Designs, Styles sowie OpenMap-Tiles im Einsatz zum Generieren dieser. Ja, das heißt erstmal, ich habe mich erstmal mit OpenMap-Tiles beschäftigt und ich nutze hier dieses Beispiel das Quickstart. Ich habe darum ein Skript gebastelt, das entsprechend die Umgebung vor- und nachbereitet. Denn ist es zum Beispiel nicht notwendig, die PBF-Datei von OpenStreetMap Map Server nochmal herunterzuladen, wenn wir sie schon eh haben, wegen OTP. Deswegen, einige Sachen zu machen, andere Sachen zu machen wie Cleanups, damit das immer gleich abläuft. Denn, also sich vorstellen, dieses Skript auf unseren Maschinen führen wir nicht nur diesen Job für eine City aus, sondern für mehrere Städte. Deswegen dieses Skript, dass das dann auch automatisch alles bereinigt. Ja, und damit wären wir schon beim, was jetzt ist. Hier, das ist ein Screenshot der App auf meinem Tablet. Und das ist hier die Startseite. Wir haben uns für ein sehr cleanes Design entschieden. Ja, rot, weil Hamburg, rot ist die Farbe von Hamburg. Übliche Sachen wie dein Start, dein Ziel, Abfahrt, Zeit festlegen. Und wir haben uns überlegt, okay, wir entwickeln das für Radfahrer. Neben den sehr großen Schaltflächen und den übersichtlichen Design müssen wir auch irgendwie die Option anbieten, mehr Rad und ÖPNV oder nur mehr ÖPNV. Diesen Parameter kann man einstellen. Hier ist es zum Beispiel auf mehr Rad gestellt und dann entsprechend versucht OTP dann eine Route herauszufinden, die möglichst viel Rad nutzt. Das funktioniert nicht bei allen Routen. Manchmal sieht man auch keinen Unterschied. Es kommt immer darauf an. Wir haben noch nicht so ganz herausgefunden, wie das funktioniert. Also da müssen wir noch herumspielen, damit das optimal funktioniert. Und natürlich, so wie gewohnt, auch von der HVV-App, Favoriten. Ach ja, wir haben nie das Ziel gehabt, die HVV-App zu ersetzen. Dafür hat diese App jetzt viel zu wenige Features. Zum Beispiel kann man über diese App keine Tickets buchen. Ja, und dann, weil wir, naja, ein Radfahrer sollte die App nutzen können, während er auf dem Fahrrad ist, dann ist natürlich ein cleanes Design notwendig. Deswegen haben wir uns nur für drei Routen entschieden, die hier zeitgleich angezeigt werden. Wenn man aber noch mehr sehen möchte, dann halt auf mehr anzeigen. Und hier in blau links sieht man auch immer den Modus, den man ausgewählt hat. Wenn man auf einen Eintrag klickt, beziehungsweise toucht, dann kommt man zu der Map. Standardmäßig wird die Map angezeigt. Und unten ein bisschen Text.
damit man die Route sieht und abschätzen kann, okay, so entfernt ist das. Und auch gleich mal die Zeit, wie lange es schon dauert, 33 Minuten. Also alles, was man braucht, sieht man auf einen Blick. Wenn man mehr sehen möchte, zum Beispiel Details, dann die entsprechend die Route mit den ganzen Details. Und hier kommen auch genau die Farbcodes zum Einsatz, die ich im GDFS-Datensatz festlegen musste. Ja, nebenbei, ich habe ja schon erwähnt, können wir die Favoriten editieren, löschen, hinzufügen. Das wird mit diesem Screen gemacht, darüber hinaus auch Lieblingsorte. Ja, und das war's schon fast. Jetzt kommt das, was für die Zukunft geplant ist. Ich erwähnte ja, das kommt zum Schluss. Ja, wir wollen die Realtime-Daten der HVV nutzen, das ist geplant, das ist jetzt noch nicht verwirklicht. Gibt es das Problem mit den Stop-IDs? Einige von euch, die sich mit Realtime-Daten beschäftigen, die kennen das Problem, dass die Stops noch nicht alle vereinheitlicht sind. Es gibt ja dieses neue deutsche Format, damit alle deutschen Busstops oder Bahnstops, ÖPNV-Stops standardisiert sind. Das ist aber in Hamburg noch nicht überall der Fall. Das kommt nach und nach. Und der Service für die Realtime-Daten, der hat deswegen andere Stop-IDs als die Stop-IDs, die im Soll-Datensatz enthalten sind, den wir aus dem Transparenzportal Hamburg haben. Deswegen konnten wir das nicht machen. Außerdem wollen wir den Einzugsbereich der App erweitern. Das heißt, das ist bisher nur wirklich nur für Hamburg da, aber der ÖPNV von Hamburg umfasst dann auch die Metropolregion Hamburg. Das heißt, da müssen wir auch noch ein paar Sachen von Niedersachsen und von Schleswig-Holstein mit reinnehmen. Außerdem wollen wir vielleicht die Position der Züge in Echtzeit anzeigen. Also es sind so ein paar Ideen, die wir haben. Und da wir bei Vorstell sind, hier eine Liste der verwendeten Technologien und Strukturen. Alles ist wirklich Open Source, inklusive auch unserer App und dem Backend. Der Kartenhintergrund setzt sich zusammen aus unseren Bildern, die wir entwickelt haben. Die nutzen diese hier nutzen in diesem Fall OpenMap Tiles und wir liefern aus mit Tiles Server GL von MapTiler. Realisieren das Routing mit OpenPlanner 2. irgendwas von der Mitfahrdezentrale, ein Fork, das sich darauf optimiert, den OpenTrip-Planner auf Fahrrad zuzuschneiden. Die Sperrzeiten in der App sind derzeit hart gecodet, das wollen wir auch noch ändern. Dazu wollen wir im späteren Verlauf, irgendwann vielleicht dieses Jahr, einen Proxy entwickeln, der das dann entsprechend automatisch umsetzt. Ja, Suchergebnisse und Reverse Geocoding über Nominalthemen, Webserver und Proxy über Nginx und natürlich unser vorhandenen, nicht ohne mein Rad, Hamburg, auf Basis unseres Profikurses. Und damit bedanke ich mich bei euch für diese Präsentation, dass ihr mir zugehört habt und bin bereit, Fragen zu beantworten. Und vielen Dank an die Entwickler dieser tollen Technologien und Strukturen. Ohne euch hätten wir diese App nie realisieren können. Danke an MapTiler, danke an OpenMapTiles, danke an das Nginx-Team, danke an das Nominateam-Team und danke natürlich an uns selbst, Trophy Association. Bis dann. Danke, Sören, für den spannenden Vortrag und die tolle App. Fragen haben wir jetzt im Fragentab nicht, deswegen habe ich mir ein bisschen was notiert. Du hast geschrieben, dass eure eine Konkurrenz zur der App des HVV sein soll. Gibt es da irgendwie Pläne, dass man das Ganze integrieren kann ineinander oder gibt es da eine Zusammenarbeit, dass man das irgendwie zusammenbekommt? Genau, die App ist keine Konkurrenz zu uns, zu HVV, denn wir haben nicht vor, die HVV-App damit zu ersetzen. Wir wollen sie vielmehr ergänzen, um Features, die für Radfahrer wichtig sind, wie zum Beispiel das Beachten der Sperrzeiten oder auch generell das Optimierte auf Fahrradrouten in Hamburg. Aber Pläne zur Integration der einen App in die andere von Seiten HVV wäre es dann wahrscheinlich. Gibt es da jetzt keine oder Es sowas? gibt Also das ist als dazu keine, eigenständig. Okay. es ist als eigenständige App und es gibt auch keine Pläne derzeit, es zu migrieren. Ja.
Ich muss mich outen, ich habe von GTFS überhaupt keine Ahnung. Ich habe gestern und heute hier zum ersten Mal davon gehört, muss ich zugeben. Deswegen frage ich einen einfach mal nach, weil du ja gezeigt hast, dass ihr da doch einiges anpassen musstet oder noch ein paar Skripte schreiben musstet, um das zu optimieren. Wird das dann von den einzelnen Anbietern der Daten oder den Servicestellen noch erweitert, der Inhalt abseits vom Standard? Nein, GTFS ist ein Standard, ein internationaler Standard, ursprünglich von Google entwickelt. Und der ist fest. Und wenn sofern auch sich jemand entscheiden sollte, einen eigenen Standard herauszugeben, also den zu ergänzen, dann ist immer noch das Problem der Datenverwender. Denn alle Datenverwender nutzen den GTFS-Standard, also auch OpenTrip-Planner. Das heißt, es würde nichts bringen, ihn um Features wie zum Beispiel bessere Abdeckung von Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bahnen einzubauen, sofern das Backend es nicht unterstützt. Das heißt, euer Ansatz wäre sozusagen auch mit relativ wenig Aufwand auf andere Städte sozusagen übertragbar, oder? Ja, wir haben derzeit die hartgecodeten Sperrzeilen in der App. Das müssen, würden wir im zweiten Schritt, wir haben ja Pläne für die Zukunft, das würden wir im zweiten Schritt ins Backend packen. Ich weiß jetzt zum Glück, wie man das ganz gut anstellen kann, ohne ein neues ohne einen neuen Proxy zu schreiben. Und dann könnte man das dann einfacher in andere Städte transportieren. Aber derzeit ist wegen diesen Sperrzeiten die App auf Hamburg begrenzt. Dann danke dir für den Vortrag, danke dir für die Beantwortung der Fragen.